Hallo und herzlich willkommen zum vierten Teil meines Kolloquiums zur Geschichte und Theorie des Völkerrechts. Schauen wir mal, was heute auf dem Programm steht. Im ersten Teil möchte ich mich mit Ihnen über den roten Faden unterhalten, der diesem Kurs zugrunde liegt. Ich denke, der Begriff der Ambivalenz bringt das sehr gut auf den Punkt. Im zweiten Teil wollen wir uns die Geschichte des Völkerrechts im 17. und 18. Jahrhundert anschauen. Im dritten Teil habe ich ein Feature zu dem schwierigen Thema Sklaverei geplant. Und im vierten Teil wollen wir uns die Theorie des Völkerrechts im 17. Jahrhundert und 18. Jahrhundert anschauen, die zwischen den Polen Naturrecht und Positivismus schwankt. Gehen wir mal also rein in den ersten Teil. Sie sehen hier eine Abbildung von einem Wandfresko aus Siena. Das Fresko heißt Il Buon Governo o Il Mal Governo, die gute und schlechte Regierung. Das ist eine großflächige Allegorie und Sie sehen hier die zentralen Figuren. Und ich denke, das Völkerrecht in der Neuzeit im weiteren Sinne könnte man durchaus mit dieser Allegorie vergleichen. Es schwankt zwischen Fortschritt, zwischen Emanzipation und Oppression, zwischen guten und schlechten Seiten. Es ist fundamental ambivalent. Schauen wir uns an, woran das liegt. Es gibt meines Erachtens zwei Seiten der Moderne, die epistemische Ursachen haben, auf die diese Ambivalenz zurückzuführen ist. Moderne gründet fundamental auf Subjektivismus und Pluralismus. Sie entfalten sich im Laufe der Moderne und ihnen wohnt ein emanzipatorisches, aber auch ein oppressives Potenzial inne. Gehen wir zum emanzipatorischen Potenzial. Nun, die Moderne oder die Neuzeit hebt sich vom Mittelalter durch den Subjektivismus ab. Das hatten wir jetzt schon öfter. Das kommt optimal zum Ausdruck in Descartes' Spruch Cogito ergo sum. Also das Individuum ist sich selbst die höchste Instanz. Und das hat natürlich etwas unglaublich Befreiendes. Die Menschen können selbst ohne traditionelle oder standesmäßige Vorgaben ihr Glück suchen. Es ist also auch eine gewisse Egalität damit verbunden. Und die Suche nach Fortschritt sozusagen wird dadurch begünstigt. Das Subjekt muss sich selbst die Welt zurechtlegen, also sucht es auch selbst nach Welterklärung. Also sucht auch Galileo Galilei, wie das denn aussieht mit dem Verhältnis zwischen Erde und Sonne und so weiter. Also der Fortschrittsgedanke, der ist unmittelbar mit diesem Subjektivismus verbunden. Und an diesen Subjektivismus knüpft sich auch ein Pluralismus. Denn wenn jeder sich selbst seine Erkenntnis und seine Sicht auf die Welt zurechtlegen kann, dann müssen wir uns nicht wundern, wenn wir ganz unterschiedliche Weltsichten kriegen. Dieser Pluralismus kann wiederum Kreativität entfalten. Er kann auch optimalerweise zu Toleranz führen. Man probiert und akzeptiert also verschiedene Lebensansichten. Und das kann sehr befreiend sein für alle. Gleichzeitig liegt aber in Subjektivismus und Pluralismus auch ein oppressives Potenzial. Subjektivismus kann zum Solipsismus werden, das heißt, man akzeptiert nur noch seine eigene Weltsicht. Etwas, das in gegenwärtigen Debatten durchaus präsent ist. Man schaut also nicht mehr nach rechts und links, man ist sich selbst die höchste Instanz und schließt alles andere aus, ganz rücksichtslos. Pluralismus kann auch zu Problemen führen, weil dann irgendwann mal nicht mehr klar ist, was denn eigentlich die Gesellschaft zusammenhält, wenn es keine verbindenden, verbindlichen Normen für alle mehr gibt. Das ist also das Problem der Fragmentierung der Gesellschaft. Und ich denke, beide Phänomene, das emanzipatorische und das oppressive Potenzial, können wir nun im Völkerrecht sehen. Das emanzipatorische Potenzial von Subjektivismus und Pluralismus sehen Sie eigentlich im Begriff der Staatlichkeit, dem Zentralbegriff des modernen Völkerrechts. Der Staat sorgt für seine Bürger, der Staat bietet ihnen Sicherheit wie wenig zuvor. Und die Staaten im Optimalfall respektieren sich gegenseitig und das kann zu Frieden führen. Auf der anderen Seite kann man daran scheitern, eine Gemeinsamkeit zu finden, die diese verschiedenen Souveräne überbrückt. Also der Bestand des Völkerrechts, und das bringt uns zur Theorie, ist eigentlich in der Neuzeit immer prekär. Was ist denn eigentlich nun das Verbindende, wenn jeder Staat sozusagen das höchste Subjekt des Völkerrechts ist? Das ist recht schwierig, daraus ein Völkerrecht zu konstruieren, das nicht in irgendeiner Weise oppressiv wird. Und gleichzeitig kann natürlich diese Staatlichkeit auch verabsolutiert werden. Dann akzeptiert man nur noch den eigenen Staat und der kann dann unter Umständen
daraus die Berechtigung ziehen, in andere Staaten einzumarschieren. Und das ist, deshalb ist die Geschichte des modernen Völkerrechts auch eine Geschichte der europäischen Expansion. Daran sieht man also das oppressive Potenzial dieser modernen Staatlichkeit. Diese Ambivalenz zwischen emanzipatorischen und oppressiven Elementen ist eine Grundcharakteristik der Neuzeit überhaupt, aber auch des Völkerrechts, und auf die werden wir in diesem Kurs besonderen Wert legen. Wie gelingt es, angesichts dieser Ambivalenz immer so etwas wie Stabilität zu erreichen? Und ich denke, das 17. und 18. Jahrhundert ist dafür auch eine sehr gute Periode, um sich das anzugucken. Gehen wir deshalb mal rein in die Geschichte des 17. und 18. Jahrhunderts. Hier sehen Sie ein interessantes Bild, das eine Maschine zum Ausdruck bringen soll. Die Welt, der Mensch, ist eine Maschine, etwas, das geordnet abläuft und auch eine Art Gleichgewicht darstellt. Und das ist nun symptomatisch oder symbolisch für viele Entwicklungen im Völkerrecht des 17. und 18. Jahrhunderts. Also unser Ausgangspunkt war der Westfälische Frieden. Man könnte diesen Frieden aber mit Fragezeichen versehen, denn die Zeit danach war nicht besonders friedlich. Sie war geprägt von allen möglichen Kriegen. Die Einzelheiten schenke ich Ihnen hier. Viele Sukzessionskriege. Wer folgt auf einen König oder einen Fürsten oder eine Fürstin nach, wenn der oder die keine Nachkommen hat? Bürgerkriege. Denken Sie an den englischen Bürgerkrieg. Und Kolonialkriege natürlich sollten wir hier nicht vergessen. Diese Kriege fanden innerhalb Europas statt, aber auch zwischen Europa und nicht-europäischen oder nicht-christlichen Mächten wie dem Osmanischen Reich. Und ein Faktor, der diese zahlreichen Kriege begünstigte, war der Umstand, dass seit dem Dreißigjährigen Kriege viele Fürsten stehende Heere zur Seite hatten, die man dann natürlich auch relativ schnell einsetzen kann. Das macht die Dinge einfacher, wenn man ein Heer nicht erst neu ausheben muss. Eine gewisse Änderung dieser Praxis, oder sagen wir mal Disziplinierung dieser Kriegspraxis, trat ein durch den Frieden von Utrecht aus dem Jahre 1713. Der folgte auf den Spanischen Erbfolgekrieg. Die Details dieses Krieges sind nicht wirklich wichtig. Es war so, dass die Habsburger in Spanien ausstarben, und dann stellte sich die Frage, folgt denen jetzt ein Habsburger aus Österreich nach oder ein Bourbone aus Frankreich? Im ersten Fall wären die Habsburger zu mächtig geworden, es wäre so eine Klammer entstanden, Frankreich da irgendwie in der Mitte drin. Im zweiten Fall wären die Bourbonen halt ganz schön mächtig geworden. Die Bourbonen haben letzten Endes gewonnen, haben aber Garantien ausgesprochen, dass die spanische und die französische Krone nicht vereint würden. Das ist aber eigentlich relativ trivial. Die wichtige und auch rechtlich interessante Konsequenz dieses Friedens von Utrecht war die Etablierung eines Gleichgewichts zwischen den damaligen Großmächten, vor allem England, Spanien, Frankreich, Österreich. Und die hatten sich sozusagen verpflichtet, also diesen Frieden dann zu sichern. Und das führte die ganze Sache von Krieg und Frieden doch in, sagen wir mal, zumindest rechtlich gelenkte Bahnen. Also die Frage der Zulässigkeit des Krieges, des gerechten Krieges, wird zu einem zentralen Moment, und dort spielt dann auch immer stärker eine Rolle, was bedeutet das denn eigentlich für das Gleichgewicht? Also Krieg und Frieden wird nicht nur im Hinblick auf einen lokalen Konflikt erklärt oder geschlossen, sondern das europäische Gleichgewicht insgesamt wird zu einer Frage von Krieg und Frieden. Die Völkerrechtspraxis im 17., 18. Jahrhundert ändert sich dementsprechend. Zentral wird hier der Begriff der Souveränität. Die Souveräne sind in ihrem Territorium jeweils zuständig für die Wohlfahrt ihrer Bevölkerung. Untereinander spielt aber die Wohlfahrt keine große Rolle. Also so die typische Obrigkeitsstaatlichkeit. Der König oder der Fürst muss schon für seine Untertanen sorgen, aber das wird noch kein großes Thema des Völkerrechts. Das ist das sogenannte liberale Völkerrecht, für das Vattel steht wie wahrscheinlich kein anderer. Krieg ist in dieser Zeit immer mehr eine Angelegenheit zwischen Staaten, nicht zwischen Fürsten. Da sieht man so diese Machtkonzentration der Souveräne. Die Sicherung des Gleichgewichts als Kriegsgrund hatte ich schon erwähnt. In dieser Folge werden dann auch Erbfolgekriege seltener. Es steigt gleichzeitig die militärische Disziplin, generell überhaupt die Rechtlichkeit des Krieges, also sowas wie der Kombattantenstatus wird dann auch erfunden, und dann ist schon mal klar, wen man eigentlich im Krieg als legitimes Ziel erachtet und wen nicht.
Die Vertragspraxis entspricht diesem Zustand des Völkerrechts. Also Verträge werden zunächst noch geschlossen zwischen Souveränen, also zwischen den Fürsten sozusagen, werden als persönliche Verpflichtungen der Fürsten noch angesehen. Im Laufe des 18. Jahrhunderts werden sie aber immer mehr zu staatlichen Pflichten. Also hier auch eine Konzentration auf den Souverän als Rechtssubjekt oder dann bei Vattel auf die Nation. Gegenstände der Verträge sind vor allem Handelsvereinbarungen, Handelsverträge, aber auch Fragen von Diplomatie. Es gibt in dieser Zeit relativ wenig Streitschlichtung. Man macht das eben lieber auf diplomatischem Weg aus. So viel vielleicht zu dieser Praxis. So, nun beginnt hier so langsam die Dämmerung auf dieser Terrasse und das ist auch ganz passend für das nächste Thema, die Geschichte der Sklaverei. Hier sehen Sie ein Bild von William Turner, was es damit auf sich hat, werde ich Ihnen in Kürze erklären. Ein dunkles Kapitel der Menschheitsgeschichte, ich kann das hier nur in einigen wenigen Aspekten behandeln. Zunächst ist es wichtig, sich klarzumachen, dass Sklaverei und die damit einhergehende Unterdrückung keineswegs auf die europäische Kolonisierung begrenzt ist, auch wenn die ein besonders dunkles Kapitel innerhalb der Sklaverei darstellt. Aber wir haben Sklaverei schon in der Antike natürlich. Die Antike ist gewissermaßen auf Sklaverei gegründet. Formen der Sklaverei oder so ähnliche Formen findet man dann im Mittelalter vor allem in der Leibeigenschaft, die in Europa bis ins 19. Jahrhundert in gewisser Weise fortbestand, auch wenn sie im Verlauf der Neuzeit sich immer abschwächte. Aber in vielen Teilstaaten auch des Deutschen Reiches wurde sie erst Anfang des 19. Jahrhunderts mit diesen liberalen Reformen endgültig abgeschafft. Neben der Leibeigenschaft, die also die Bauern betraf, die ihrem Grundherrn Frondienste leisten mussten und ihm sozusagen pflichtig waren, also von ihm abhängig waren, materiell, aber auch persönlich abhängig waren, die nicht einfach mal wegziehen durften und so weiter. Neben dieser Leibeigenschaft gibt es noch andere Formen, wie zum Beispiel die Schuldknechtschaft oder die Lohnknechtschaft. Also Schuldknechtschaft, dadurch kam man, dass man sich eben verschuldet hatte. Lohnknechtschaft war dem gegenüber etwas freiwilliger. Man bekam einen Lohn gezahlt und musste dafür dann aber auch Dienste leisten, die mit einem großen, mit einem hohen Level an persönlicher Unfreiheit einhergingen. Und diese Formen gab es parallel dazu und sie setzten sich auch noch fort und die Behandlung der Person war eigentlich sehr vergleichbar wie die bei der Leibeigenschaft. In den Kolonien gab es zunächst auch so eine Form von Leibeigenschaft, das nennt sich Indentur oder Indenture, eine Art Vertragsknechtschaft. Das ist entfernt vergleichbar mit dem, was heute im Nahen Osten es noch gibt. Diese Arbeitsverhältnisse, die auch einen persönlichen Zwang beinhalten. Es ist also so, jemand verpflichtet sich für eine gewisse Zeit, meistens eine sehr lange Zeit, einem Herrn Dienste zu leisten, bekommt dafür die Überfahrt gezahlt und wird am Ende dann freigelassen. Diese Menschen, die eine Indentur eingegangen hatten, musste man immer freilassen, weil es Christen waren. Die Behandlung dieser, ja, man könnte sagen, Leibeigenen oder Vertragsknechte unterscheidete sich aber nicht fundamental von der Behandlung der Sklaven. Und jetzt kommen wir zur Sklaverei. Die Sklaverei ist natürlich vor allem ein Phänomen der Plantagenwirtschaft, die im Süden der USA, in der Karibik, aber auch in Brasilien gang und gäbe war. Und dafür brauchte man viele Arbeitskräfte, zumal die Bedingungen dort so schlecht waren, dass die Menschen auch oft sehr schnell starben. Im Laufe des 17. Jahrhunderts sprach es sich dann allerdings in Europa herum, dass Indentur keine so klasse Idee war, dass die Lebensbedingungen dort sehr schlecht waren. Deshalb gab es immer weniger, es wurde immer schwieriger, die zu rekrutieren. Deshalb erreichte im 17. Jahrhundert, Ende 17., Anfang 18. Jahrhunderts, die Sklaverei ihren Höhepunkt. Zugleich werden ab Ende des 17. Jahrhunderts die Sklaven aber vermehrt getauft. Und damit war ein wichtiger Unterschied zwischen den Sklaven und, man könnte sagen, der europäischen Unterschicht in den Kolonien, vor allem in den amerikanischen Kolonien, beseitigt. Weswegen sollte man die Sklaven jetzt noch anders oder unter Umständen schlechter behandeln als die Christen? Sie waren ja auch Christen. Das, meine Damen und Herren, ist die Geburtsstunde des Rassismus. Auf einmal werden rassische Unterschiede im 18. Jahrhundert relevant, die bis dahin eigentlich keine Rolle spielten. Also die Identität eines Menschen in der frühen Neuzeit gründete nicht auf seine Rasse. Die gründete vielleicht auf sein Christsein,
Vielleicht war sie regional begründet, vielleicht gründete sie auf sein Verhältnis gegenüber einem bestimmten Fürsten, aber sie hatte nichts mit der Rasse zu tun. Die Rassendifferenzen breiten sich im 18. Jahrhundert aus aufgrund der Sklaverei, weil man einen Unterschied machen musste zwischen den Weißen und den sozusagen Nicht-Weißen, also denen, die zumeist aus Afrika auf den amerikanischen Kontinent gelangt. Man machte diese Unterschiede, also man ist sozusagen die weiße europäische Führungsschicht, auch um das Potenzial von Aufständen gering zu halten. Man gab also der weißen Unterschied einen Grund, sich besser zu fühlen und dann sich mit ihren Lebensverhältnissen, die auch nicht besonders toll waren, aber vielleicht so ein kleines bisschen besser zufriedenzustellen, weil man ja dann auch jemand unter sich hatte. Also ein beliebtes Schema, das man in vielen Fällen, an vielen Gelegenheiten der Menschheitsgeschichte so erlebt. Und das Ganze wurde natürlich dann auch intellektuell gerechtfertigt durch die aufklärerische Literatur. Dass Kant einige unschöne Sachen geschrieben hat, ist inzwischen bekannt, aber er ist längst nicht der Einzige. Wie funktionierte dieser Sklavenhandel? Ich denke, Sie haben bestimmt schon mal was von diesem Dreieckshandel gehört, also deshalb nur in Kürze. Waffen, aber auch Alkohol und sonstige Gebrauchswaren kamen von Europa nach Afrika. Dort hatte man lokale Partner, die verkauften Sklaven, die sie meistens im Inland gefangen hatten. Die Sklaven wurden nach Amerika verschifft und aus Amerika nahm man dann Rohstoffe wieder mit zurück nach Europa. Diese Art des Sklavenhandels wurde von ganz unterschiedlichen Ländern aus betrieben. Ich habe hier einige geschrieben, also Spanien, Portugal, Frankreich, Großbritannien, Niederlande, Dänemark, aber auch Brandenburg. Also auch Deutschland ist daran nicht unbeteiligt, wie ja überhaupt die deutsche Geschichte des Kolonialismus weit über das 19. Jahrhundert hinausreicht. Wer denkt, das beginnt mit Bismarck 1884, mit Deutsch-Südwestafrika, der täuscht sich. Ich hatte schon erwähnt, die Fugger haben schon Magellan finanziert und auch hier sieht man, auch Deutsche haben sich am Sklavenhandel beteiligt. Das ging meistens über lokale Partner, sehr oft waren das Araber, vor allem an der Ostküste Afrikas, aber auch lokale Fürsten und Könige. Man hatte dort Handelsniederlassungen gegründet. Gerade die Portugiesen hatten in Afrika bis ins 19. Jahrhundert hinein zumeist keine Territorialherrschaft ausgeübt, sondern eigentlich nur Handelsniederlassungen, von denen aus man dann diesen Sklavenhandel betrieb. Die waren zum Teil tributspflichtig gegenüber ihren lokalen Herren. In manchen Fällen ist es aber auch durch kriegerische Auseinandersetzung gelungen, da die Oberherrschaft zu erzielen. Das war aber unterschiedlich. Aber einen großen territorialen Einfluss hatte man hier nicht. Die Lebensbedingungen der Sklavinnen und Sklaven waren zum Teil absurd schlecht, das können Sie sich denken. Zu Hunderten wurden die auf kleine Schiffe gepfercht. Die Lager, auf denen sie sich aufhalten mussten, waren oft nicht viel mehr als 70 cm hoch. Wenn sie die Überfahrt überlebten, dann drohte aber noch weiteres Unheil. Es kam vor, dass Sklaven über Bord geworfen wurden, wenn die Nahrungsmittelvorräte oder das Wasser knapp wurden. Ein besonders unschöner Fall ist das Song-Massaker. Es war ein niederländischer Frachter von einem englischen Arzt gesteuert, der eigentlich von Nautik gar nicht viel Ahnung hatte. Man verfehlte Jamaika und dann wurde das Wasser knapp. Es wurden ungefähr 160 Menschen über Bord geworfen und das ist jetzt auch die Auflösung dieses Bildes von William Turner, das ich gezeigt habe. Das zeigt diesen Moment. Das Ganze kam vor Gericht, weil nämlich der Betreiber des Schiffes von seiner Versicherung Schadensersatz wollte. Die Sklaven waren versichert. Und je mehr oder je weniger es an ihr Ziel schafften, desto mehr Versicherungssumme konnte man einkassieren. In zweiter Instanz hat aber Lord Mansfield, der große Richter des Common Law, entschieden, wenn das jetzt durchgehen würde, wenn der Schiffsbetreiber hierfür eine Versicherungssumme kassieren dürfte, dann wäre eigentlich keine Grenze mehr gesetzt im Umgang mit Sklavinnen und Sklaven. Man stellte dann glücklicherweise fest, dass nautische Fehler vorlagen und konnte dann aufgrund dieses Fehlers der Crew die Versicherungsansprüche abwenden. Sklaverei war in den Kolonien durch sogenannte Slave Codes geregelt. Man musste natürlich diese verschiedenen Statusunterschiede, die sich hier herauskristallisierten zwischen Sklaven, Leuten mit Indenture, Freien und so weiter, irgendwie rechtlich regeln. Das ähnelt sich meistens und diese Slave Codes enthalten also Regeln über den Handel mit Sklaven, über den Umgang, ziehen gewisse Grenzen
der Behandlung, aber so arg effektiv war das dann auch nicht. Also die Behandlung konnte trotzdem recht schlimm sein. Vor allem legten sie auch fest, dass man ob oder wie man überhaupt bestraft werden konnte, wenn man Sklaven umbrachte oder schlecht behandelte. Und meistens konnte man eben nicht bestraft werden. Wir haben nun die ganzen frühneuzeitlichen Naturrechtler die Sklaverei gerechtfertigt. Vieles von ihnen sind sich ja darin einig, dass die Menschen von Natur aus eigentlich frei geboren sind. Das ist schon bei Vittoria so. Aber eine Rechtfertigung zieht sich hier durch, und zwar ist das die Gefangennahme im Zusammenhang mit gerechten Kriegen. Bei Vittoria ist es noch so, also wenn man das Land der Indios in Besitz nehmen darf, dann darf man auch sie persönlich zum Eigentum nehmen. Bei Suarez hat man das dann zum ersten Mal in voller Gestalt, dass also die Kriegsgefangenschaft der Weg ist, über den man in die Sklaverei kommen kann. Bei Grotius, der ja nun in einer Zeit schrieb, in der die Sklaverei schon wesentlich größeren Umfang erreicht hatte, weitet sich das etwas aus. Grotius meint, man könne sich freiwillig in die Sklaverei begeben. Sie ähnelt also in gewisser Weise der Lohnknechtschaft. Man könne durch Geburt da reinkommen oder eben, wie gesagt, durch einen gerechten Krieg. Insgesamt gerade durch diese Angleichung von Lohnknechtschaft und Sklaverei kommt es bei Grotius und auch in der Folge dann bei Pufendorf zu einer gewissen Humanisierung der Sklaverei, wobei man da sehr vorsichtig sein muss, denn in der Realität blieb davon natürlich nicht viel übrig, aber das Problem wird sozusagen erkannt. Grotius reduziert auch oder beschränkt die Sklaverei auch auf Nichtchristen, kann man jetzt nur davon halten, was man will, aber gerade so diese Sonderrechte, die sich aus dem Status als Christen ergeben, spielen bei Grotius ja eine wichtige Rolle. Das ist für ihn ja auch ein bedeutender Kriegsgrund. Insofern ist das vielleicht durchaus konsequent, so makaber das sein mag. Interessant ist da noch John Locke, der ja wirklich davon ausgeht, dass Freiheit und Rechte, auch das Recht auf Eigentum den Menschen angeboren sind. Der hat nun zunehmend ein Problem mit Sklaverei und er konzipiert das wesentlich restriktiver. Er sagt, Sklaverei kann ein Ersatz sein für die Todesstrafe, also wenn jemand ansonsten sein Recht sozusagen verwirkt hätte. Kriegerische Handlungen berechtigen dann nur zur Versklavung, wenn der Person selbst eine Schuld an dem Kriegsgeschehen zuzurechnen ist. Also da sieht man, dass Krieg so langsam zu einer zwischenstaatlichen Angelegenheit wird. Das Bekannte daran ist, dass Locke selbst über gewisse geschäftliche Verbindungen vom Sklavenhandel profitiert hat. Das ist also ein gutes Beispiel für die Ambivalenz des Völkerrechts. Ein gutes Beispiel für das Schicksal von Schwarzen, die von Sklaverei betroffen waren, bietet die Biografie von Anton Wilhelm Amo. Er kam als Kind aus Ghana nach Amsterdam, wurde dann verkauft an den Herrscher von Braunschweig. Der taufte ihn, gab ihm eine Ausbildung. Er war dann sehr geschätzt an der Universität von Halle-Wittenberg, hatte dort eine wahrscheinlich interessante Doktorarbeit zum Thema De Jure Maurorum verfasst. Leider ist sie nicht erhalten. Aber typisch für das 18. Jahrhundert sah er sich dann zunehmend einem Rassismus ausgesetzt und kehrte dann nach Ghana zurück. Sein Grab ist bis heute erhalten. Auf der Terrasse ist es mir zu kalt geworden, deshalb bin ich wieder in die Bibliothek, in die Katakomben gegangen. Und schauen wir mal, was hier für Schätze aus dem 17. und 18. Jahrhundert herumstehen. Die Herausforderung für die Theorie des Völkerrechts im 17. und 18. Jahrhundert kann man wie folgt beschreiben. Dieses Gleichgewicht zwischen den Souveränen musste natürlich theoretisch irgendwie unterfüttert werden. Was wir hier haben, ist, dass der Gedanke sich so langsam durchsetzt, dass das Recht wirklich die Grundlage der internationalen Beziehungen bildet. Dieses Gleichgewicht betrifft dann natürlich in besonderer Weise das Kriegsrecht. Auch bei den Kriegsgründen gibt es hier enorme Veränderungen im Laufe des 17. und 18. Jahrhunderts. Zu Anfang dieser Periode, Ende des Westfälischen Krieges, ist noch die Frage der Religion unglaublich dominant. Also man darf Krieg führen aus religiösen Gründen, sei es gegenüber Nicht-Christen, sei es gegenüber Christen mit der falschen Konfession. Und das ist eine Tradition, die vollkommen aufhört in diesem hier zu besprechenden Zeitraum. Und stattdessen wird die Frage der Einhaltung des Gleichgewichts so langsam zum Kriegsgrund. Ja, und diese ganzen Debatten, die bewegen sich in dem Spannungsverhältnis zwischen Positivismus und Naturrecht. Also erinnern wir uns, Hobbes und ähnlicherweise auch Pufendorf haben Völkerrecht eigentlich rein naturrechtlich konzipiert, auch wenn Verträge bei Pufendorf auf jeden Fall eine Rolle spielen, aber das, was sozusagen die verschiedenen Souveräne verbindet, ist das Naturrecht. Und das ändert sich im Laufe der Zeit so weit, dass wir
zunächst mal einen Höhepunkt des Naturrechts erreichten und danach dann aber gegen Ende des 18. Jahrhunderts auch erstmals Völkerrechtsbücher haben, die das positive Recht ganz in den Mittelpunkt stellen. Gehen wir zunächst mal zu den Naturrechtlern. Hier gibt es verschiedene Schulen, die sind sich alle darin einig, dass sie also diese hobbesche Konzeption zurückweisen. Völkerrecht ist mehr als nur ein reines, ideelles Naturrecht. Sondern Völkerrecht verbindet sich auf komplexe Weise mit dem positiven Recht oder mit dem Gewohnheitsrecht. Und da kommen dann unterschiedliche Bezeichnungen dafür auf. Im Einzelnen werden wir das am Beispiel von Bartel sehr genau untersuchen. Aber man kann hier innerhalb des Naturrechts auch verschiedene Schulen unterscheiden. Ich habe Ihnen hier drei mal so grob umrissen. Das eine ist die deutsche Schule des Naturrechts, die eigentlich mit Pufendorf beginnt, mit seinem wichtigen Werk, auch wenn das noch nicht so richtig so eine Synthese aus Naturrecht und Praxis betreibt oder liefert, wofür dann eigentlich in der Folge das deutsche Naturrecht bekannt wurde. Die deutschen Naturrechtler haben alle oder vielfach etwas zu tun mit Leibniz, mit Gottfried Wilhelm Leibniz, sind also in seinem Umfeld entstanden und groß geworden. Das ist zum einen Christian Thomasius. Ich glaube, der Vater von Christian Thomasius war der Gymnasiallehrer von Leibniz. Also das ist nur eine Trouvaille hier, aber das zeigt schon, wie eng da die Verbindungen waren. Thomasius möchte ich jetzt hier gar nicht so genau beschreiben. Vielleicht noch zu Leibniz kurz ein Wort. Leibniz werden Sie kennen, dass er zum Beispiel diese Monadenlehre verfasst hat, wo also eine ganz ideale Vorstellung von der Welt beschrieben wird. Er ist auch ein großer Naturrechtler. Aber dieser gleiche Leibniz hat hier ein dicken Band verfasst, den ich hier gefunden habe. Codex Jurisgentium Diplomati sonst was heißt das. Also ein schweres Ding von 1696. Ich zeige Ihnen mal das Titelblatt. Ich hoffe, Sie können das so einigermaßen hier erkennen. Und dieser Codex enthält erstaunlicherweise, und das spricht jetzt eben für diese Synthese, erstaunlicherweise einfach nur eine Sammlung von Verträgen oder von Dokumenten der damaligen internationalen Beziehungen, des damaligen Völkerrechts. Hier ist also die Liste, das ist der Index, und es fängt an also mit Diploma Urbani Papae, also mit einem Diploma oder einer Bulle von Papst Urban, dem Monarchia Ecclesiasticae Siciliae, also geht über Sizilien und so bla bla bla, und dann Carta Pacis inter Philippum Regem Galliae und Balduinum, also zwischen Philipp und Balduin von Philipp von Frankreich und Balduin von Flandern und so weiter. Also ganz interessante Sammlung, müssen wir jetzt nicht im Einzelnen durchgehen, das ist dann sehr interessant, das kann man alles durchlesen, das sind unterschiedliche Sprachen, zum größten Teil in Latein, hier ist aber auch mal was auf Französisch, irgendwo war auch noch eine schöne Karte drin, ich weiß nicht, ob ich Ihnen das jetzt in dieser ungünstigen Haltung zeigen kann, da ist, glaube ich, irgendwie auch noch so eine Illustration, boah, ich will es jetzt hier nicht kaputt machen, so hier, also das, ja gut, was auch immer das sein soll, also das ist ein ganz prächtiger Band, der eben auch die Praxis enthält, und da sieht man schon, wie dieses Völkerrecht hier aus Praxis und Theorie profitiert. Gehen wir mal weiter zu Christian Wolff, der dann eigentlich derjenige Naturrechtler ist, der das idealste, deduktivste System des Naturrechts gemacht hat und es trotzdem schafft, darunter irgendwie den Positivismus zu subsumieren. Das Interessante ist bei Wolff, dass er hier wirklich ein vollkommen säkulares Naturrecht mit Souveränität im Zentrum konzipiert. Also die Societas Civilis ist die Einheit, auf die sich das Naturrecht bezieht und auch das Völkerrecht. Die Untergrenze ist ein bisschen unklar, das heißt, also es ist unklar, ob außereuropäische Gruppierungen, die jetzt keine besonders gefestigte Staatlichkeit haben, auch darunter fallen. Das bleibt etwas interpretationsbedürftig. Das Ganze ist sehr stark idealisierend, also er ähnelt da doch noch Hobbes, dass er die praktische Seite dieser oder die Durchsetzung von Völkerrecht nicht immer für erforderlich hält. Also Völkerrecht ist auch existent als unvollkommenes Recht, als unvollkommene Pflichten. Aus diesem idealisierenden, deduktiven System ergibt sich aber die Konsequenz, dass Wolff europäische Überlegenheit auf ganzer Linie zurückweist. Es ist also ein Völkerrecht, das tatsächlich versucht, universell zu sein, so wie wir das ja schon beim Naturrecht von Hobbes haben. Und dementsprechend ist er auch vorsichtig bzw. lehnt ab, irgendwelche Sonderrechte aus einem besonderen zivilisatorischen Stand oder gar Okkupationsrechte, nur weil man irgendwie zivilisierter sei als andere. Also das ist hier ein typisches Feature einer solchen naturrechtlichen Argumentation. Das hat man öfter, muss nicht so sein, dass es dann so friedlich sozusagen ausgeht oder so harmonisch oder so
utopisch sagen, aber auch im Bereich des Möglichen. Ja, gehen wir vielleicht mal weiter zur nächsten Schule. Das ist die französische vernunftrechtlich geprägte Schule. Hier ist Rousseau natürlich besonders wichtig. Bei dem ist die Freiheit des Menschen die Grundlage einer Staatsordnung. Und das ist dann etwas, was dann im 19. Jahrhundert das Völkerrecht dann auch dominieren sollte. Es führte hier auch zu einem anderen Verständnis von Krieg, also Krieg als ein Krieg zwischen Staaten, zwischen Gemeinwesen und nicht zwischen Individuen. Also das Individuum wird durch den Staat mediatisiert. Condorcet ist ein anderer interessanter, universalgelehrter Franzose, der dann leider in der Französischen Revolution umgekommen ist. Er hat viele Dinge zum Staatsrecht, auch zur Praxis der Demokratie, zu Wahlverfahren und so weiter verfasst. Von ihm, und deshalb erwähne ich ihn hier, das ist der einzige Grund, von ihm findet sich aus dem Jahr 1781 eine leidenschaftliche Ablehnung der Sklaverei. Also das gibt es dann in dieser Vernunft- oder naturrechtlichen Tradition durchaus dann auch. Eine gewisse Synthese aus deutschen und französischen Einflüssen bildet die Westschweizer Naturrechtslehre. Ich möchte hier nur den wichtigsten Vertreter und zugleich wahrscheinlich den wichtigsten Völkerrechtler des 18. Jahrhunderts erwähnen. Das ist Aimer de Vatel. Vor dem haben wir ja auch einen schönen Band. Das sind mindestens zwei Bände von Vatel, Droit des gens. Das ist hier wunderschön eingebunden mit dieser roten Bind, mit diesem roten Rand. Sie sehen hier also, das Erstaunliche daran ist, dass Vatel sein Inhaltsverzeichnis, das im französischen Büro natürlich immer hinten, deshalb muss ich da hinten aufschlagen, beginnt also mit einer Beschreibung der Nation oder der, man könnte es auch sagen, des Staats. Hier Paragraph 1 in dem ersten Buch, ce que c'est une nation ou un état, was ist eine Nation oder was ist ein Staat? Elle est une personne morale, es ist eine juristische Person, nicht, das ist schon mal erstaunlich, nicht? Also der Staat als juristische Person, es geht nicht mehr um den Herrscher, es geht um den Staat. Da sieht man schon, wie sehr dann auch durch den Absolutismus natürlich, aber im 18. Jahrhundert und durch die Obrigkeitsstaatlichkeit sich dieses Bild des unpersönlichen, abstrakten Staates festigt, der dann auch verantwortlich ist für seine Bürger. Und der Staat wird fast personengleich hier behandelt. Da kommt dann auch irgendwann mal Paragraph 15, Liberté et Indépendance des Nations, als Freiheit und Unabhängigkeit, oder dann etwas später Égalité des Nations, die Gleichheit der Souveräne. Das darf man also durchaus der menschlichen Gesellschaft entsprechend konzipiert hier sehen. Und also der Staat steht hier ganz im Zentrum und der Souverän und die Rechtstheorie, die sich dahinter verbirgt, die werden wir im Einzelnen dann in unserem Zoom-Gespräch analysieren. Nur so viel dazu zum Kolonialismus ist Vatel durchaus ambivalent. Also es ist nicht immer so, dass Naturrechtler gegen einen expansiven Kolonialismus sein müssen oder die europäische Expansion zurückdrängen wollen. Hier gibt es durchaus Ansätze, dass er also auch die Freiheit anderer überseeischer Nationen anerkennt. Aber dieses interessante Argument der Kultivierung des Landes als Grund für Okkupation, also wenn man quasi das Land bebauen möchte, kommt hier bei Vatel auch prominent vor. Meines Erachtens ist das vollkommen stimmig. Man meint, es ist im Gegensatz auf der einen Seite Respekt für Nationen, auch überseeische, nichtchristliche und so weiter, ist ja auch völlig säkular. Auf der anderen Seite dieses Kultivationsargument. Meines Erachtens ist das total stimmig. Warum? Klären wir im Unterricht. So. Jetzt aber zu den Positivisten. Es kommt also hier im 18. Jahrhundert zu einer gewissen Diskrepanz zwischen einerseits dem Naturrecht und andererseits einem Positivismus, der viel stärker an der Praxis der Diplomatie, die zur Erhaltung dieses Gleichgewichts diente, orientiert ist. Einer, den ich schon letztes Mal erwähnt habe, der vielleicht so der Urpositivist ist, das ist Richard Zusch, der Engländer, möchte ich jetzt nicht mal im Einzelnen drauf eingehen. Dort hat man einen Positivismus, in Anführungszeichen, der durchaus recht bellizistisch ist, also religiöse Gründe werden hier anerkannt als in großem Umfang als Gründe für Krieg. Gleichzeitig gibt es aber dann keine Notwendigkeit, dass ein Positivismus immer bellizistisch sein muss. Das genaue Gegenteil hat man bei Textor, Wolfgang Textor, habe ich auch schon erwähnt, der Urgroßvater von Goethe, Urgroßvater, glaube ich, der lehnt das vollkommen ab und hat vielleicht auch einen ganz anderen Erfahrungshorizont. Da merkt man, dass auch der Kontext ein anderer war. Ich meine, der musste fliehen aus Heidelberg, weil Heidelberg von den Franzosen im Pfälzischen Erbfolgekrieg niedergebrannt wurde und so. Und er versucht dann also wirklich auch die Geschichte zu bemühen, um die Zulässigkeit von Krieg, sei es nun gegen Christen oder sei es gegen Muslime,
abzulehnen. Leider ist es mit den meisten Positivisten nicht so, viele von denen stehen doch dann jetzt im 18. Jahrhundert zumindest eher auf der Seite der Apologie, würde ich mal sagen. Ein Beispiel dafür ist Van Bünckerschoek, das ist ein Niederländer, der eine ganze Reihe von Werken geschrieben hat, die auch völkerrechtlichen Inhalt haben, und der kommt dann auf so eine Idee wie zum Beispiel die Drei-Meilen-Zone. Er sagt, die Souveränität reicht auf See oder an der Küste so weit wie eine Kanone, also 3 Meilen kann man damals, später wurden es 12 Meilen, weil man weiterkam und so. Also da sieht man, wie da Völkerrecht gemacht wurde, ganz praxisorientiert. Ein wichtiger deutscher Vertreter dieses praxisorientierten Völkerrechts ist Johann Jakob Moser. Der hat unglaublich viel geschrieben in seinem Leben, über 500 Bücher, war also richtige Workaholic. Er stammt aus Stuttgart, lebte auch in württembergischen Diensten und hier im südwestdeutschen Raum. Zeit seines Lebens wurde zwischendurch mal 5 Jahre auf eine Festung gesperrt, weil er sich irgendwie überworfen hatte mit den absolutistischen Anwandlungen der württembergischen Herrscher. Hier ist also sein letztes Werk, ein 10-bändiger Versuch des neuesten europäischen Völkerrechts in Friedens- und Kriegszeiten von 1778. Moser ist nun wirklich so ein Positivist der neuen Schule. Also Naturrecht und sowas kommt bei ihm überhaupt nicht vor. Auch Methode und irgendwelche übergreifenden intellektuellen Gedanken kommen bei ihm, findet man bei ihm nicht. Vielleicht hat das auch einen gewissen Nachteil, wenn man zu viel schreibt. Das wird bei ihm durchaus kritisiert. Man merkt das auch, das ist nicht alles so wirklich super durchdacht und so. Aber es ist ganz interessant, wie er hier das Völkerrecht als europäisches Völkerrecht konzipiert. Und das hatte nun eine signifikante Bedeutung. Also Völkerrecht ist für ihn sozusagen die Praxis, die zwischen den europäischen Staaten gilt. Übrigens auch das Osmanische Reich, das zählt er dazu. Und diese Praxis ist irgendwie geregelt, dort gilt das Recht. Alles, was das Verhältnis zwischen den Europäern und anderen betrifft, ist nicht von diesem Recht umfasst. Das heißt, er kommt eigentlich zu dem Schluss, dass es ein umfassendes Eroberungsrecht gilt, indem er das Völkerrecht einschränkt auf die zivilisierten Staaten. Alles andere ist irgendwie rechtslos. Das ist dann sozusagen der Punkt, an dem der Positivismus zur Apologie wird. Lustigerweise habe ich festgestellt, dass ich mit beiden... Vielleicht noch zu dem letzten Positivisten, der uns dann schon ins 19. Jahrhundert führt. Das ist Georg Friedrich von Martens. Der baut hier ein interessantes europäisches Völkerrecht positiv oder induktiv hergeleitet aus Verträgen und Gewohnheit. Er macht es, würde ich mal sagen, intellektuell ansprechender als Moser, deshalb ist Martens auch viel bekannter. Er kommt da durchaus zu gemäßigten Schlüssen, wie zum Beispiel einem begrenzten Okkupationsrecht gegenüber unokkupierten Gebieten, wie genau das zu definieren ist, was da alles, also ob da dann Nomaden drunter fallen oder auch noch andere, das lässt er offen. Er sagt hier in Paragraph 30 etwas sibyllinisch, verweist er auf die Literatur, auf Pfeffel, den Franzosen Prinzip du droit naturel, und er sagt zu dieser Frage der Okkupation, das Land okkupiert werden könne, welches nomadische Völker innehaben, behauptet Pfeffel. Und das heißt also, alles andere Land, das schon okkupiert ist, kann man nicht besetzen. Und das entnimmt er aus der Praxis, aus einer Praxis, die dann eigentlich erst im 19. Jahrhundert so langsam wirklich sich auf den Begriff der Okkupation bezieht und den ins Zentrum rückt. Da sieht man, dass auch diese Positivisten immer einen sehr selektiven Blick auf die Wirklichkeit hatten und manchmal etwas als geltendes Recht sozusagen darstellten, was vielleicht erst in Entstehung befindlich war. Aber das sind interessante Debatten, die die Wissenschaft da in vieler Hinsicht führt und führen kann. Ja, so viel dazu. Vielleicht noch eine kurze Zusammenfassung. Ein Geständnis, ich fand das 17. und 18. Jahrhundert jetzt doch in der Vorbereitung deutlich interessanter, als ich eigentlich ursprünglich erwartet hatte. Ich dachte so, ach, Naturrecht und so. Aber das ist doch eigentlich ganz spannend, weil hier sich die Herrschaft des Rechts in Europa etabliert. Der Schwerpunkt verlagert sich auch von viel, was mit Religion zu tun hat und mit Naturrecht. Das blüht dann auf, aber dann letzten Endes kommt man doch zum positiven Recht. Da sieht man doch einen Wandel, der dieses Recht des 18. Jahrhunderts schon uns viel näher macht. Und das Verhältnis zwischen Nicht-Europäern und Europäern unterscheidet sich hier doch graduell zwischen Naturrechtlern, die immer versuchen, einen breiteren Kreis zu ziehen, und den Positivisten, die hier Recht als die zwischen europäischen Völkern bestehende Praxis ansehen. Das gilt zumindest für diesen Zeitraum, das kann man aber nicht allgemein sagen. Im 20. Jahrhundert spätestens hat sich das komplett umgekehrt, dass diejenigen, die also positives Recht in den Mittelpunkt stehen, eigentlich diejenigen sind, die weniger bellizistisch sind und weniger expansiv
und dann naturrechtlichen, in Anführungszeichen, Gedanken, also irgendwelche ideellen philosophischen Gedanken eher herangezogen werden, um die europäische Expansion voranzutreiben. Wie das im Einzelnen aussieht, sehen wir in den nächsten Kursen. Ich hoffe, Sie schalten wieder ein.